hier ist Ronja und wir haben heute einen Pizzaladen gegründet. Jedenfalls haben wir das vor. Und ich denke, das ist ein lukratives Geschäft und hier gibt es schon zwei andere. Hallo, hier ist Superstar Easy mit am Start. Wir haben hier eine solide Grundlage und können Pizzen anklicken, um Geld zu verdienen. Hast du schon Geld bekommen? Ich habe 50 Geld bekommen, aber das war's dann auch. Ich glaube, die muss erst braten vielleicht. Kann das sein? Du hast schon 100 Geld, Ronja. Ich habe 100 Geld. Wie viel Geld hast du? Null. Du kriegst es gut geschrieben. Nein, das hat irgendwie nicht geklappt. 150 hast du? Ich habe 150. Damit haben wir uns den Basecutter gekauft. Was ist denn ein Basecutter? Der macht die wahrscheinlich rund. Die Pizzabasis. Nein! Oder? Also, ist jetzt meine Vermutung. Ja, tu das. Das ist ja blöd, dass die gar nicht am gleichen Ort kommt. Oh ja, guck mal, jetzt haben wir runde Pizzen. Okay, ich nehme mal an. Wahrscheinlich mehr, ne? Wir können hier, bessere Pizzen. Leg mal an. Genau, die bringt 75. Cool, cool, cool. Tomaten kosten 400. Ich habe gesehen, da hinten gibt es Supermärkte, da können wir gleich mal hin. Da können wir uns dann bessere Zutaten kaufen, glaube ich. Echt? Ah. Okay. Dann, weil das geht ja hier quasi, die sammeln Alien sich ja von selber an. Dann können wir nämlich. Ja, Alien. Solange sie nicht despawnt, wäre das gut. Nee, ich glaube, die despawnt nicht. Okay, das ist ein Supermarkt. Guck mal kurz. Hast du denn mit genug Geld? Ich habe überhaupt gar kein Geld, ich bin pleite wie sonst was. Ich gehe mal gucken, weil was das kostet. Auch was kosten. Hallo, schönen guten Tag. 100 kriege ich schon für eine Pizza mit Tomaten. Und? 100. Was sagt die Frau an der Kasse? Für was will sie es dir verkaufen? Sie sagt zu mir, ich muss einen eigenen Tycoon claimen, damit ich sehen kann, was das kostet. Das ist ja frech. Aber deswegen gehe ich jetzt, ich habe mir jetzt einen geclaimt, einen für mich neuer extra. Okay. Und gehe jetzt gucken. Das ist wahrscheinlich nur eine Ausrede, dass die Easy jetzt hier ein Konkurrenzgeschäft aufmachen kann, damit mein Pizzaladen pleite geht. Ich habe hier Zeit und Herzblut reingesteckt von 2 Minuten 32 und finde es jetzt gemein. Also pass auf, du kannst dir deinen Geschmack aussuchen, aber dafür brauchst du Diamanten. Diamanten? Das ist die Währung, die du unten links siehst. Die kannst du dir kaufen. Du kannst dir Diamanten kaufen, aber die kosten Robux. Ah, was Neues. Und Achtung, die Pizzafabrik nebenan. Ich habe jetzt auch noch Wände. Sieht gut aus. Guck mal, da gehe ich jetzt mal rein. Die haben richtig leckere Pizza. Das ist einfach nur noch hier einfach gemein. Nein, Fabrik. Wow. Sieht da will gut jemand aus. Hier das lokale Geschäft nicht unterstützen. Mm. Schätze ich mal. Oh, sind die groß und lecker. Oh, wie viele Sorten die haben. Das ist ja unglaublich. Okay, ich komme jetzt mal vorbei. Ich will jetzt auch mal gucken, was die hier so zu bieten haben. Ich nehme gerne die da hinten. Das sieht aus wie Schokoladenpizza. Okay, taktische Frage. Kann ich hier die Pizzen klauen? Du kannst sogar eine. Ja, kann ich! Finden. Nein. Doch, ich krieg das ganze Geld. Das ist saugut. Weißt du was? Diebstahl wird groß geschrieben. Warte, du klaust dir einfach deren Pizzen. Na klar, klaue ich dir. Ich gehe wieder. Tschüss, Fabi. So. Und da lernen wir wieder, Betrug bringt uns weiter im Leben. Danke, dass ihr heute zugehört habt. Ey, das stimmt nicht. Okay, warte. Du kriegst noch Ärger dafür. Na, guck mal, es läuft doch gut hier. 350 Geld haben wir jetzt. Gut, dass wir uns hier umgeschaut haben. Okay, weißt du was? Meine bringen mir gar nicht so viel, ich gehe weiter klauen. Ich gehe hier da hinten zum Kollege, der hatte nämlich auch ein ganz großes Restaurant. Und dann bestellen wir den nochmal. Es tut mir übrigens leid an die Spieler, die hier gerade mit uns spielen. Jacko 7965 Fabrik. Sag mal, gehst du immer über den Hintereingang wie so ein richtiger Dieb rein? Ja. Jacko hat leider hier gar nicht so viel ausgebaut. Der hat gar keinen Qualitätsteig. Ich glaube, weil der andere hatte nämlich High Quality Dough. Ja. Das ist immer blöd, wenn die ihre Chefs da hinstellen, weil die sammeln die Pizzen ab. Da muss man aufpassen, dass man da nicht. Nee, sofort auch nicht. Ein bisschen langsam sind sie schon. Okay, ich gehe mal wieder zurück, nicht, dass bei mir noch einer klaut. Guck mal, der will bei uns klauen. Der Blödmann, geh weg! Und Fani! Fani, ich sehe dich doch. Wieso der Blödmann? Du hast seine Pizzen geklaut. Ist mir komplett egal. Das ist mein gutes Recht als Pizzaklauer. Das ist hier ein hartes Business. Pizzeria, Ronja. Geh weg. Das ist unser Gast. Kann ich den du bist nicht mein Gast, der will klauen. Der steht am Ofen. Ich hasse dich, Fani. Das kommt wieder tiefes Spiel. Geh weg. Guck mal, hier liegt so, jetzt habe ich auch einen Chef. So, Fani, jetzt ist blöd gelaufen, ne? Das sind die Pizzen, die du machen kannst. Kannst du selber eine erfinden? Guck mal hier, erfinde eine neue Pizza. Da kann ich eine Pizza. Du brauchst dafür, da muss ich im Shop die Sachen kaufen. Da musst du erstmal Robux ausgeben. Ja, da habe ich aber, nee, da klaue ich lieber weiter. Okay. Nein, das ist wirklich Fabi. Also, Fabi. Kauf euch jetzt endlich mal hier ein paar Wände und Sitzmöglichkeiten für deine Gäste. Ich will ja Kann doch nicht Gäste. Sein, dass wir hier noch in der Luft rumstehen müssen. Na doch, das kann schon sein. Weißt du, was mir wichtig ist? Ich brauche eine Tür, damit hier keine Eindringlinge mehr reinkommen. So, jetzt habe ich erstmal kein Geld mehr. Guck mal, der steht doch nicht ohne Grund hier hinten bei mir. Also, ich glaube, du denkst zu sehr an das, Gute im Menschen. Kann ich die Käsepizza? Ich habe leider kein,
Doch, kann ich jetzt kaufen. Hier. Hier, Bediensteten. Nee, das kostet das 500 oder 5000? Ich bin nicht ganz sicher. 5000. Och, komm. Okay, dann muss ich hier noch... Du musst doch selber mit den Kunden reden. Oh, guten Tag. Ich hätte gerne eine Käsepizza. Sicher doch. Haben wir im Angebot. Weiß ich jetzt zwar nicht, wie ich die ausliefere, aber... So, jetzt haben wir hier einen Angestellten. Och, guck mal, die Kunden, die wollen, die rennen mir hier das Restaurant ein. Da ist echt ein Arbeiter. Die wollen alle Käsepizza. Warte, kann ich die hier oben einsacken? Doch, Käsepizza. Nee, Take. Nein, ich kann die wirklich ausliefern. Pass mal auf. Ach, wirklich? Hier? Hier, bitteschön. Oh. Danke. Oh, der gibt mir Diamanten. Was? Wirklich? Doch, der gibt mir Diamanten. Der gibt mir 25 Diamanten. Okay, Take. Hey, ja, nice, dann kannst du dir deine eigene Pizza machen. Du kannst auch eine Käsepizza, weil das brauchte man gar nicht so viele, gell? Ja, ja. 50, glaube ich. 50? Ehrlich? Ja. Das ist so gut. Das Spiel ist fair tatsächlich von seinen Preisen. Das sieht man nicht alle Tage. Kann ich sehr empfehlen, hier den Roblox Pizza Tycoon oder wie auch immer der heißt. Da. Hier kann ich Pizzazutaten kaufen. Und zwar, schönen guten Tag. Pilze für 25, kann ich mir gönnen. Was hätten wir denn noch? Oliven. Und Ananas. Aber nee, Ananas kostet 50. Ich habe nur noch 25. Das heißt, es ist noch Peperoni, Schinken oder Würstchen drin. Er ist gut als Vegetarier. Super gut als Vegetarier. Da müssen wir leider noch ein bisschen sparen, damit wir uns hier auch die Ananas leisten können. Ananas, weil die sind mir schon wichtig. Ich verbessere jetzt erstmal meine Pizzen. Dann muss ich nämlich vielleicht auch nicht mehr so viel klauen, wenn meine Pizzen mir selber mehr Geld bringen. Ja, das ist wahr. Das kann ja sein. Hier, Turbo. Kannst du verbessern? Ja, ich habe zweimal verbessert. Perfekt. So, ihr hättet gerne die Käsepizza. Sicherlich, meine Freunde, hier nehme ich. Oh, warte, da kann ich gleich mehrere ins Inventar nehmen. Das ist ja klasse. Hier, zack. Guten Appetit. Guten Appetit. Wollen sie? Danke. Was haben wir noch? Hier. Sie wollen Käsepizza? Nehmen wir. 3. Käsepizza. Guten Appetit. Viertens. Was möchten Sie? Käsepizza? Okay. Käsepizza? Du auch? Hast du? Käsepizza? Okay, haben wir. Mach jetzt erstmal eine neue Pizza. Nicht, dass die Käsepizza nichts ist. Aber, ne? Ja, versuch mal eine neue zu finden. Wir machen jetzt hier eine Pizza mit Pilzen. Die nennen wir Fungi, weil wir ganz verrückte Abenteurer sind. Stimmt, sie ist da. Und Oliven machen wir jetzt auf die nächste. Ich habe leider... Ja, die nennen wir Pizza Olive. Ah, was ganz Neues. Das finde ich sehr kreativ. So langsam habe ich das Gefühl, Fadi meint es gar nicht böse und ich habe den einfach nur geklaut die ganze Zeit. Und es tut mir langsam auch leid, weil er hat eine Peperoni-Pizza in der Hand. Wenigstens tut es dir leid. Pass auf, ich habe jetzt 70 Diamanten. Ich habe gar keine Kunden. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Diamanten herkommen. Du brauchst nur 50, oder? Fadi klaut wieder. Ich habe es gerade gesehen, mit eigenen Augen. Doch. Fanny, ich habe dich die ganze Zeit beobachtet. Ich traue dir nicht. Okay, ich sammle jetzt deine Pizzen ein. Aber da klaust du dann nicht theoretisch? Ja, wenn er, ist doch besser, wenn ich klaue, als wenn er klaut, oder? Ja, das stimmt. Okay, dann, weißt du was? Das hast du verdient. Ich klaue dir wieder alle deine Pizzen. Nein, er guckt zuerst daran. Ja, ist mir doch egal. Soll er sehen, was er davon hat, wenn er hier ein unehrlicher Spieler ist. Fanny, selber schuld. So wie du. So wie ich selber hier. Fanny. Ich hoffe, das ist dir eine Lektion. Hallo, jetzt, Ronja! Ich habe Advanced Cook freigeschaltet. Fanny ist schon wieder am Clown. Ich glaub's ja nicht. Ich habe das Gefühl, er versucht dich zu täuschen. Nein. Er kann doch auch die Pizzen einsammeln. Ja, aber der Koch ist zu langsam. Warum steht Fanny denn die ganze Zeit am Ofen? Hm? Aber macht er ja nicht, also aus Zufall. Er steht gerade gar nicht am Ofen. Er stand am Ofen. Vielleicht eine Sekunde. Ich hab's genau gesehen. Ja, er will dich gegen mich aufwiegeln. Outdoor Area. Achso, das ist sein Plan. Das ist sein Plan. Du durchschaust das nur nicht, weil er versucht, dich auf seine Seite zu bringen. Wahrscheinlich, ja. Okay. Ganz offensichtlich. Ich verstehe. Ich weiß gar nichts mehr. Glaub's mir nicht. Egal, ich nehme jetzt meine Käsepizza und versuche die irgendjemandem anzudrehen. Schönen guten Tag. Ich gehe bei Fanny. Ich klaue ihm seine Kunden. So, er hat richtig viele Kunden, die essen hier, was gerne. Wollt ihr? Möchtet ihr gerne Käsepizza? Du möchtest eine... Was? Er hat eine Kackapizza, die er verkauft. Nein, hat doch. Er nicht. Die haben gerade nach der Kackapizza gefragt. Guck mal, er will die auch. Haha. Oh mein Gott. Fanny. Er hat Schrimps mit Oliven, dann hat er Peperoni mit Quallen. Jo. Der hat seine Pizzen alle richtig eklig benannt. Wieso hat der Kunden und ich nicht? Er hat die Pizza einfach P genannt. P für Pizza. Ja, aber die fragen ja auch nach der Cheese-Pizza. Ja, aber die... Nein.
Can I have the Kaka-Pizza, please? Fanny, vielleicht müssen wir uns das Marketing von ihm abschauen. Vielleicht ist das, was die Kunden wollen. Ich verstehe zwar nicht, vielleicht warum. Vielleicht wollen die Leute einfach Kaka-Pizza. Ja, kann ja sein. Ja. Lass uns auch Kaka-Pizza verkaufen. Wollen wir das machen? Poop-Pizza, das klingt doch viel besser als Kaka. Lass uns Pizza verkaufen. Pass auf, dann gehe ich jetzt mal kurz in den Shop. Er will mich nicht mehr in den Shop lassen, alles klar. Aber ich gucke gerade schon mal, was man darauf machen kann. Du könntest zum Beispiel Würstchen kaufen, das sieht so ein bisschen aus wie Poop. Okay. Ich würde vielleicht Würstchen. Die Pilze waren nicht schlecht, ne? Und was kannst du noch drauf machen? Also Garlic. Hab ich jetzt gekauft. Garlic Würstchen, sieht auch gut aus. Garlic. Ja, das ist ein bisschen teurer. Nächste Seite. Nee, das habe ich leider nicht. Oh, Barbecue-Soße wäre gar nicht schlecht. Aber das kostet 75. Hast du noch? Nee, ich habe nur noch 20. Ih, Squid sieht echt eklig aus. Ja, absolut. Ich habe noch 20, das heißt, ich kann mir hier noch genau gar nichts kaufen. Wenn meine blöden Kassierer mal was verkaufen würden, dann hätte ich hier auch 5 Diamanten mehr, dann könnte ich nur noch ein paar Oliven kaufen wenigstens. Aber scheinbar nicht heute. Scheinbar nicht. So, erfinde neue Pizzen. Hier, Pilze und Würstchen. Oh, die Würstchen sehen so richtig blutig aus. Bah, ist ja ekelhaft. Ich will sehen. Warte, ich mache jetzt hier erstmal noch einen Namen. Ja. Whoop. Finish. Okay. Siehst du das? Oh mein Gott. Okay, ja, gut. So, ganz neu im Angebot. Alle vorbeikommen. Wir haben hier die Poop-Pizza im Angebot. Jemand Interesse? Nein? Wieso nicht? Vielleicht, weil ich keine Innenpflanzen hatte. Daran lag's. Es kommt trotzdem vielleicht keiner. Vielleicht ist es ja auch, weil dein Restaurant einfach offen das steht. Nicht. Das ist wirklich ein guter Punkt. Ich verstehe das gar nicht. Hier, vielleicht kauf ein Schild ein für Werbung. Sachen, ja. Pizza Factory. Ich habe die extra benannt. Ich habe die nicht Pizza Factory benannt. Ich habe die Ronja und Easy's Pizzaladen oder sowas habe ich die genannt. Aber dann und es geht nicht. Ging das nicht, nee. Das gibt's ja gar nicht. Naja, gut. Scheinbar ist ist Pizzabäcker nicht meine Berufung, aber falls euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schaut bei Easy vorbei, da machen wir auch coole Roblox-Videos und aber auch andere Sachen. Keine Poop-Pizza. Keine Poop-Pizza leider, nee. Aber falls euch das interessiert, dann schaut da vorbei und abonniert unsere beiden Kanäle. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!